Wie gefällt euch das, hä? Wie gefällt euch das jetzt, Schlampen? Okay, hier sind wir sicher. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ihr kleinen Pissspinnen! Warte einen Moment, Artyom. Ohne Licht ist das schlecht. Lass mich eine Fackel oder sowas machen. In Ordnung. Es werde Licht. Oh, Fackel, hier ist eine gute Idee. In Ordnung. Lass uns gehen. Komm, 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 geh. Scheiße. Artyom, bleib dicht bei mir. Da. Ich folge. Verschwinde! Weg! Weg! Alter, wie ekelhaft! Verpiss dich, du Missgeburt! Hier sieht's aus wie mein Keller übrigens. Da habe ich neulich aufgeräumt, deswegen sieht das ja jetzt so aus. Warte, 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 hier ist ein Loch in Wand. Hier, komm. Ich will nicht weiter, okay. Ich dachte, man kann mal wieder andere Wege gehen. Na, 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 na. Scheiße. Sieht nach einem elektrischen Schloss aus. Meine Hose brennt. Okay, die Drähte führen nach... da. Hey, sieh mal, D'Artagnan. Du hast die Lampe. Wenn du den Drähten folgst, müsstest du zu einem Sicherungskasten kommen. Da, da. Er hat früher das Tor betrieben, aber die Batterie ist sehr wahrscheinlich jetzt leer. Wenn du sie findest, musst du dein Ladegerät daran anschließen und wir versuchen, die Tür zu öffnen, okay? Was? Ich hab nicht zugehört. Was meinst du? Mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin Athos. Ich erschlage sie alle mit meinem Stahl. Pass auf dich auf. Okay, wir sollen den Drähten von irgendeiner Lampe folgen. Komm schon, Artyom! Da, 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 da! Поехали! Ach, ob das eine gute Idee ist? Ich mach mal vorsichtshalber, lade ich die Taschenlampe nochmal auf gerade. Ich sollte gar nicht hier sein, ne? Okay, komm ich da... Da ist natürlich abgeschlossen, also muss ich da doch lang. Verdammt. Ach. Vor allem, was fressen... Die Spinnen müssen sich doch alle gegenseitig fressen. Die haben ja noch nichts. Na gut, außer eine Menge Leichen natürlich. Und wir haben einen Eintrag vom Journal. Fackellicht. Die Tunnels und Stationen der Metro sind nur ein Teil der unterirdischen Bauprojekte, die in der langen Moskauer Geschichte verwirklicht wurden. Die Großfürsten wollten Geheimwege und Verstecke bauen, die Zaren wollten Katakomben und Reliquienschreine bauen und selbst damals, vor Jahrhunderten, stolperten sie alle über noch ältere Wege, die in vergessenen Zeiten und vielleicht nicht einmal von Menschen geschaffen worden waren. Höhlen, unterirdische Flussläufe, niemand weiß wirklich, was sich um die Metrostation herum befindet, oder darunter. Es gibt keine Karten, denn Kartografen kommen nie von ihren Expeditionen zurück. Und diese seltsamen, albtraumhaften Kreaturen, die in den Katakomben leben, sind sie wirklich Ausgeburten der Strahlung? Oder haben sie vielleicht schon immer dort gelebt? Vielleicht haben sie die Menschen zuvor einfach gemieden und spüren jetzt, dass unser Ende naht, wir nicht mehr die Herren der Erde sind und werden daher mutiger und kommen uns näher und näher, um uns letztendlich anzuspringen und von uns zu zehren, solange wir noch warm sind. Ist einfacher, wenn man den Text vorher schon erkennt, dann kann man ihn besser betonen. Na, der sieht aber neckisch aus auch. Okay. Ach so, Muni sparen. Muni sparen.
Na, kleiner Mann. Dann drehen wir die Dose mal ein bisschen höher. Du bist doch immer noch da. Hallo. Hab ich dich. Das war Nummer 1 und Nummer 2 treibt sich noch irgendwo in den Wänden rum. Oh. Oh. Naja. So. Finde ich übrigens sehr geil, dass die Lichter hier auch brennen. Finde ich sehr geil, dass die Lichter hier auch brennen. Ich weiß gar nicht, was ich damit gerade sagen wollte. Ach, Igitt. So, hier haben wir den Generator. Und schließen die Lichtmaschine an. Das ging aber schnell. Und ich habe das Gefühl, wir haben da gerade irgendwas freigelassen. Und wir sollten besser schnell nach Pavel sehen. Ich höre es überall trappeln und trapsen. Pavel, wie sieht's aus? Ah, das war genial. Gut überlegt. Da. Bereit? Gut. Erster. Oh oh. Treppen? Ein Treppenhaus? Wir sollten die Tür zumachen übrigens. Ach, geht natürlich nicht. Mir nach. Da, da, oha. Wir sind jetzt fast beim Theater. Der Metro-Eingang sollte ganz in der Nähe sein. Doch so kurz die Strecke auch ist, wir werden sie auf der Oberfläche zurücklegen müssen. Und dort kann jeder Schritt, den man macht, der letzte sein. Nun gut, auf der Oberfläche, da freue ich mich ein bisschen drauf. Kumpel, wir sind da. Reiß dich zusammen. Wir haben nicht viel Zeit bis zur Dämmerung, okay? Da, da. Okay, da der Tunnel eingestürzt ist, können wir die Rolltreppe zur Theaterstation nur über die Oberfläche erreichen. Und glaub mir, hier draußen sollten wir besser nicht im Dunkeln erwischt werden. Hoppla, wir haben Glück, Artyomich. Hier scheint jemand zu leben. Ranger vermutlich. Ach, ich weiß nicht. Und wo es Ranger gibt? Scheiße, die Filter sind fast alle. Wir müssen es schaffen. Komm schon, nimm was du brauchst. In der Metro sind wir alle Brüder. Ach, ich wünsche das recht. Hey, Freund. Ich könnte eine Uhr gebrauchen, wie du sie hast. Zu wissen, wie viel Luft übrig bleibt, ist ein Muss, nicht wahr? Da sagst du was. Weißt du, ich habe von Dingen gehört, die da draußen rumströmen und nicht einmal von Schüssen aufgehalten werden können. Du hast schon einige Scheiße hinter dir, ich weiß. Aber das ist nichts gegen das, was vor uns liegt. Bäh. Artyom, vergiss nicht. Wenn du leben willst, dann darfst du nicht einen Moment unachtsam sein, okay? Da, 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 da. Du hast natürlich recht. Und warum? Wenn jemand lebt, warum hat er das dann hier dunkel gemacht? Und warum durchsuchen wir nicht erstmal die Bar, wenn man nicht einen Moment unachtsam sein darf? Da muss man natürlich alles mitnehmen, was man kriegen kann. Pavel, 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 bei mir kannst du noch was lernen, Pavlovich. Ach, na sieh mal einer an. Nicht einen Moment unachtsam sein. Pavel, 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 Mann. So, ich komme hoch. Aha. Boah. Ah, Licht. Licht. Oh, das ist beeindruckend. Ich habe davon gehört. Dieses Flugzeug war unterwegs nach Moskau, als die ganze Stadt in Flammen aufging. Tja, das Gebäude, wo es abstürzte, das war der Eingang zum Theater. Das Eis taut hier oben.
Das ist fast wie Frühling. Ah, Artjomitsch, vielleicht werden wir noch den Sommer erleben. Warte. Irgendwo muss hier ein unterirdischer Weg sein. Die Ranger würden den Platz niemals an der Oberfläche überqueren. Also gut, wir könnten hier am Flügel runtergehen. Also gut, so viel zur Sonne. Die Wolken sind ziemlich schnell aufgezogen. Ach scheiße, das war eben so schön, das Wetter. Meine Güte. Regen. Regen. Ich hoffe, hast du das letzte Mal Regen gesehen. Na? Scheiße. Aber das war voll im Krieg. Das ist kein Regen, das ist ein verdammtes Unwetter. Gott ist zornig! Da ist die Kreuzung. Schnell dahin. Ach, ich würde so gerne hier noch rumlaufen, so ein bisschen. Geil. Schau mal, Filter, Nation. Wenn du deine Maske tauschst, dann schnell. Dieser arme Kerl braucht seine nicht mehr. Komm zur Hölle. Ach. Ach. Ich glaube, mir wird schlecht. Geh vorsichtig. Das heißt, diese Tunnels beherbergen mehr als nur Mutanten. Ein guter Kommunist glaubt nicht an Seelen, Artyom. Aber dieser verdammte Ort lässt mich, ja, zweifeln. Lass uns raus ans Licht gehen. Sieh mal in den Wartungsraum. Das mache ich. Wir sind nicht alleine. Brut. So, komme ich da hinten an den ran? Will ich das überhaupt? Nein, ich glaube, da komme ich nicht ran. Der hat sich verbarrikadiert und den Preis dafür bezahlt. Hier unten würde ich aber auch nicht wohnen wollen. Bist du okay, Kumpel? Du bist hier voller Blut. Och, ich habe meine Tage. Schrotflinte gefunden? Sehr schön. Die wird noch nützlich sein. Artyom, stopp! Runter! Sofort! Teleport! Meine Güte! Ein riesiges Rudel! Der Sturm! Ruhig bleiben, Artyom! Wenn die uns sehen, werden wir in Stücke gerissen. Das riecht nach Ärger. Es sieht aus, als ob sie flüchten! Scheiße, das war knapp! Na gut, Artyom! Nicht noch mehr von diesen Tricks! Lass uns zum Flugzeug gehen, bevor noch ein Rudel kommt. Schnell! Wir sollten die Nacht drin verbringen, Wartungsraum. Ich habe Geschichten über diesen Ort gehört. Ja, hier passiert seltsame Scheiße. Hey, sag bloß! Versuch sie zu öffnen. Ich gebe dir Deckung. Klemmt? Ach, verdammt. Lass es uns zusammen. Okay. 1, 2, 3. Puh.